Ja, einen wunderschönen, liebe Kanner Unity. Ja, gerade von der Messe in Frankfurt zurück und jetzt begrüße ich euch hier herzlich zu den CAETV News aus dem April. Ja, was gibt's für Neuigkeiten? Erstmal Neuigkeiten aus Österreich. Rekorddrogenfund nahe Wien. Bei den beiden Hauptverdächtigen handelt es sich um einen 53-jährigen Österreicher und eine 29-jährige Tschechin. Auch in einer Wohnung in Brigittenau wurde eine Plantage entdeckt. An allen Orten fanden Ermittler rund 1000 Pflanzen. Neben einer Tonne Cannabis konnten die Ermittler auch Golddukaten und Bargeld in Höhe von knapp 300.000 Euro sowie gefälschte Führerscheinreisepässe sicherstellen. Der Marktwert der Drogen beläuft sich auf 4,2 Millionen Euro, sagt ein Polizeisprecher. Also selbst für erfahrene Ermittler ist dies ein außergewöhnlicher Fund. Eine Tonne Cannabis ist definitiv keine Altersgeschichte. Also normalerweise finden wir über das ganze Jahr verteilt im Schnitt 2 Tonnen Cannabis, sagt Daniel Lichtenegger, Leiter des Büros zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität. Ja, pro Tag finden Ermittler im Schnitt also 3 Plantagen. Es sind pro Jahr circa rund 1000. Es hieß, es kann sich keiner erinnern, wann das letzte Mal auf einen Schlag eine Tonne sichergestellt wurde. Ja, und nochmal eine Meldung aus Österreich. Kein grüner Zweig bei Cannabis-Legalisierung. Die geplante Freigabe von Cannabis unter streng regulierten Bedingungen in Deutschland hat auch die Debatte über eine Legalisierung in Österreich wieder in Gang gesetzt. Ja, die Positionen der Parteien ÖVP und Grüne sind aber seit Jahren sehr festgefahren. Auch in der türkis-grünen Bundesregierung bleiben die Fronten verhärtet. Weißer Rauch ist in diesem Thema keiner in Sicht. Während die ÖVP eine Legalisierung nach deutschem Vorbild entschieden ablehnt, ist der grüne Juniorpartner dafür. Also ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker sprach am Donnerstag von einem Warnsignal für Österreich. Die Liberalisierung sei lediglich eine Klientelpolitik für einige wenige und gleichzeitig eine potenzielle Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung, gerade für Kinder und Jugendliche. Der grüne Gesundheitssprecher Ralf Schallmeier sagte hingegen zum Standard, Deutschland kann ein relevantes Vorbild für uns sein. Bei den Grünen gelte nach wie vor der Programmbeschluss aus dem Jahre 2001, die weiter als die Regeln in Deutschland reicht. In diesem Beschluss wird eine umfassende Legalisierung von Cannabis gefordert, da das Gefährdungspotenzial im Verhältnis zu den Auswirkungen des Verbots gering ist. Ja, Illusion brauche man sich aber keine zu machen. Es gäbe derzeit keine Mehrheit in der Regierung dafür und auch nicht im Parlament. Denn neben den Grünen sprechen sich nur die Neos für eine völlige Legalisierung aus. Es wird aber gehofft, dass es durch die Schritte in Deutschland auch in Österreich zu einem unverkrampfteren Zugang zum Thema Cannabis komme. Ja, die Hoffnung sei zudem, dass die Ereignisse der wissenschaftlichen Begleitung des Legalisierungsprojektes in Deutschland auch Erkenntnisse für Österreich bringen. Die gesellschaftlichen Auswirkungen sollen freilich erst nach 4 bis 5 Jahren wissenschaftlich bewertet werden. Deutschland oder sollte man eher Bayern sagen? Ja, in Bayern soll es jedenfalls nach dem Willen der Staatsregierung keine Modellregionen für die kontrollierte Cannabisabgabe geben. Sobald die konkreten Pläne der Bundesregierung bekannt sind, werden wir alle verfügbaren Mittel prüfen, um Cannabis-Modellprojekte in Bayern zu verhindern, teilte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek der CSU gestern in München mit. Ja, eine Erteilung von Lizenzen für Modellprojekte komme nicht in Betracht. Er warne Kommunen davor, sich als Modellregion ins Spiel zu bringen. Das sind schon üble bayerische diskriminierende Aussagen, welche hier ausgesprochen wurden. Die Pläne der Bundesregierung widersprechen geltendem Völker- und Europarecht, so die Meinung der CSU. Daher halten wir nicht nur die ursprünglichen angedachten flächendeckende Legalisierung für rechtswidrig, sondern auch die nun geplanten Modellprojekte. Ja, in München hatten die Fraktionen von Grünen und SPD im Rathaus vorgeschlagen, die Landeshauptstadt solle sich als Modellkommune bewerben. Ja, außerdem fürchtet man sich vor einem Drogentourismus bei regionaler Freigabe. Auch meinte Bayerns Gesundheitsminister Holecek, CSU, ich befürchte einen Drogentourismus innerhalb Deutschlands, wenn es über die Bundesrepublik verteilt Modellregionen für legales Kiffen gibt. Das Recht und die Moral verlangen, dass sich der Staat nicht zum Dealer machen darf. Daraus hinaus hält Holecek eine Legalisierung auch in einzelnen Regionen für nicht rechtskonform umsetzbar. Ich fordere Herr Lauterbach daher auf, die Cannabis-Legalisierung endlich gänzlich fallen zu lassen. Wir denken, der Holecek hat das mit der Legalisierung noch nicht ganz gecheckt. Echt traurig für die bayerischen Konsumenten.
Ja, weiter mit den News aus München und dem Spray gegen Schmerzen. Ja, der Facharzt für Neurologie und Psychologie, Professor Dr. Dr. Thomas R. Tölle, leitet das Zentrum für interdisziplinäre Schmerzmedizin am Klinikum der Tschechischen Universität München. Er gilt als äußerst erfahrener Experte unter anderem für Kopf-, Rücken- und Nervenschmerzen. Ja, im wissenschaftlichen Bereich hat Tölle die Schmerzforschung entscheidend mitgeprägt. Jetzt hat der Münchner Top-Mediziner ein neues spektakuläres Forschungsprojekt zu bewältigen. Die weltweit größte Studie zum Einsatz von Cannabis als Medikament. Das Vorhaben ist von der Deutschen Ethikkommission geprüft worden und ist in Deutschland beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und auch in der USA angemeldet und registriert. Ja, in dem wissenschaftlichen Mammutprojekt werden sich über die Hälfte der deutschen Unikliniken beteiligen. Die Wissenschaftler wollen Licht in die viel und kontroverse diskutierte Frage bringen, ob und wie stark Cannabis bei chronischen Schmerzen lindern kann. Genauer gesagt Cannabis-Spray. 2300 Patienten sollen über eine Gesamtlaufzeit von 12 Monaten die Inhaltsstoffe über die Mundschleimhaut aufnehmen. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer an einer von 4 für die Studie zugelassenen Beschwerden bzw. Erkrankungen, Fachbegriff Indikation, leiden. Also Rückenschmerzen, Nervenschmerzen, diabetische Polyneuropathie sowie Schmerzen nach Operation. Es ist also ein neuer Ansatz der Schmerztherapie, den wir jetzt unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten genau untersuchen wollen, sagte Professor Tölle in einem Gespräch. Ja, ist der Gesetzesentwurf für Cannabis-Legalisierung fertig? Nun, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, legte den ersten Gesetzentwurf für die Legalisierung von Cannabis vor. Das bestätigte ein Sprecher seines Ministeriums in Berlin auf Anfrage. Der Entwurf sei an diesem Freitag in die sogenannte Ressortabstimmung gegeben worden. Das bedeutet wiederum, dass es nun den anderen Ministerien jetzt zur Ansicht und Prüfung übermittelt wurde. Zu den konkreten Inhalten wurde zunächst nichts bekannt, da Gesetzesentwürfe innerhalb dieser Phase in der Regel noch nicht der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Ja, aus Regierungskreisen hieß es, der Entwurf greife die bekannten Eckpunkte des Vorhabens auf. Dabei geht es unter anderem um eine Freigabe von Cannabis innerhalb sogenannter Cannabis-Clubs auf Vereinsbasis. Erlaubt sein soll den Eckpunkten zufolge der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und auch der Eigenanbau von maximal 3 Pflanzen zum Eigenbedarf. Einen freien Verkauf in speziellen Läden, wie ursprünglich beabsichtigt, soll es zunächst nicht geben. Geplant ist, dies über ein weiteres Gesetz später zunächst in einigen Kommunen als Pilotprojekt zu erproben. Ja, nach der Ressortabstimmung muss das Kabinett nun den vorliegenden Gesetzentwurf auf den Weg bringen. Danach sind Bundestag und Bundesrat am Zug. Wann der erste Teil der Cannabis-Legalisierung in Kraft tritt, ist damit zunächst noch offen. Angestrebt wird von Pro-Cannabis-Vertretern in der Ampelkoalition noch dieses Jahr. Ja, ab nach Finnland. Petition geht ans Parlament. Die Bürgerinitiative fordert die Legalisierung des Konsums, des Besitzes, des persönlichen Anbaus, der Herstellung und des Verkaufs von Cannabis in Finnland, vorbehaltlich einer Altersbeschränkung. Die Initiative schlägt außerdem die Einführung eines Regulierungssystems für die Herstellung und den Verkauf von Cannabis vor, das mit den Regelungen für andere Rauschmittel vergleichbar ist, mit dem Ziel, den Schaden für den Einzelnen und die Gesellschaft zu minimieren. Die Initiative zufolge sollte der Unterschied zwischen dem berauschenden Cannabis und nicht berauschenden Cannabis, also Hanf, klar definiert werden, damit landwirtschaftliche Unternehmer, die Hanf anbauen, ihren normalen Betrieb führen können. Auch in diesen Punkten sollte in Deutschland mehr passieren. Ja, und hier noch eine schlimme Nachricht aus Singapur. Ja, der 46-Jährige war wegen mutmaßlichen Handels mit einem Kilogramm Cannabis festgenommen worden. Singapur hat eines der strengsten Antidrogengesetze der Welt. Der Schmuggel von mehr als 500 Gramm wird bereits mit der Todesstrafe geahndet. Ja, die UNO hatte das Todesurteil am Dienstag kritisiert und die Behörden aufgefordert, die Hinrichtung zu stoppen. Auch der britische Milliardär Richard Branson setzte sich für Tangaraju ein. Ja, dieser habe sich bei der Verhaftung nicht einmal in der Nähe der Drogen befunden, sagte Branson, der auch Mitglied in der Weltkommission der Drogenpolitik, GCDP, ist, also mit Sitz in Genf ist. Und Tangarajus Familie hatte ebenfalls um Gnade gebeten, um eine erneute Untersuchung des Falls gefordert, leider vergebens.
Ungeachtet internationaler Appelle ist in Singapur der mutmaßliche Drogenschmuggler Thanjagaru Suphir am Mittwoch hingerichtet worden. Er wurde erhängt, sagte ein Sprecher der Strafvollzugsbehörde. Und hier noch eine Meldung aus Australien. Ein 73-Jähriger landet vor Gericht. Ja, weil sie unter Schlafproblemen leidet, hat sich eine 73 Jahre alte Australierin Butter mit Haschisch als Zutat bereitet. Versehentlich erlaubte sie einem Teenager aber damit Muffins für die Schule zu backen. Das brachte die Seniorin in der australischen Stadt Adelaide vor Gericht. Sie bedauere den Vorfall zutiefst, erklärte Pam Annett Bickerton dort. Zugleich bekannte sie sich schuldig, eine unter des Betäubungsmittelgesetzes fallende Substanz an Kinder abgegeben zu haben. Laut Gerichtsunterlagen wurde Bickerton eines Tages von einem Teenager, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde, geweckt und gefragt, ob er mit ihr spezielle Buttermuffins backen könne. Noch im Halbschlaf habe die Pensionistin gesagt, mach ruhig, aber räum nachher wieder auf und mach sauber. Der Teenager machte sich entsprechend ans Backen und nahm die Muffins damit in die Schule. Dort hätten sich einige Lehrer und Schüler aufgrund des ungewöhnlichen Geruchs und Geschmacks über die Backwaren gewundert und sie schließlich entfernt. Ob die Muffins bis dahin tatsächlich von Kindern gegessen wurden, ist nicht bekannt. Konsum von Cannabis ist in Australien illegal. In Südaustralien, wo Adelaide liegt, sind aber medizinische Cannabisprodukte auf Rezept erhältlich. Ja, das Urteil wird erst im Mai erwartet. Und noch eine Meldung von der NBA. Die will Cannabis streichen. Die vorläufige Einigung zwischen der NBA und der Nationalen Basketball Players Association NBPA sieht vor, dass man auf das Testen von Cannabis während Drogenüberprüfungen Spieler nicht länger vorsehe. Am vergangenen Samstag wurde von beiden Seiten ein dementsprechender Tarifvertrag angekündigt, der aber erst noch ratifiziert werden muss, bevor er offiziell werde. Geht damit alles glatt, wird in den 7-Jahres-Abkommen unter anderem festgehalten, dass Marihuana aus dem Testprogramm entfernt wird und Spieler für den Konsum nicht länger bestraft werden sollen. Vom ersten Tag an wäre es das Ziel der NBPA, während der Verhandlungen gewesen, die Spieler zu schützen und ihr Leben auf dem Platz sowie neben dem Platz zu bereichern. Man wollte einen Rahmen schaffen, der die Spieler der National Basketball Players Association als echter Partner mit den Gouverneuren anerkenne. Die solle sowohl in der NBA als auch in der Geschäftswelt insgesamt gelten. Ja, und die tschechische Regierung beschließt Legalisierung. Die tschechische Regierung hat die Legalisierung von Cannabis bis 2025 beschlossen. Man wolle einen streng geregelten Markt schaffen, hieß es nach der Kabinettssitzung am Mittwoch. Über die genauen Regeln solle eine Expertengruppe beraten, sagte Premier Peter Fiala. Der tschechische Antidrogenkoordinator Jindřich Fomoril hatte schon früher erlaubt, dass die Steuereinnahmen aus dem regulierten Handel mit Rauschmitteln jährlich bei bis zu 15 Milliarden Kronen, also 640 Millionen Euro, liegen könnten. Premier Fiala betonte am Mittwoch, dass man sich bei der Freigabe auf die Erfahrung anderer Staaten stütze, so solle konkrete Maßnahmen gegen einen möglichen Missbrauch und die Abgabe an Minderjährige eingeführt werden, wie der Regierungschef weiter ausführte. In diesem Sinne hoffen wir, dass Deutschland vielen Ländern ein positives Beispiel geben kann, damit europaweit legalisiert werden kann. Ja, und ihr, meine Lieben, bleibt straffrei und gesund. Hinterlasst eure Kommentare. Ich sage bis zum nächsten Mal. Baba.